Hi, heute möchte ich gerne mal ein sehr interessantes Thema mit dir besprechen, nämlich das Thema, was kostet tatsächlich der Jagdschein? Wenn man mal so ein bisschen rumgoogelt, dann fällt man fast vom Stuhl, da liest man Beträge von 10.000 Euro, 15.000 Euro, was dich das Einstiegsequipment plus die Jagdscheinausbildung kostet. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass du sagst, oh Gott, Laptop zuklappen und ich mache doch lieber den Angelschein oder so. Und diese Angst will ich dir nehmen. Der Einstieg in die Welt der Jagd ist viel günstiger, als du eigentlich denkst. Und ich habe hier mal eine Rechnung aufgestellt und da ich jetzt schon etwas in die Jahre gekommen bin und mir nicht mehr alles merken kann, habe ich hier einen kleinen Spickzettel parat. Und ich möchte einfach mal die Punkte jetzt eins nach dem anderen durchgehen, erläutern. Und ganz wichtig ist mir zu sagen, dass diese Rechnung hier wirklich das Minimum darstellt. Also es ist uns allen klar, dass es nach oben hin bei der Jagd keine Grenzen gibt. Ich kenne sonderangefertigte Büchsen, die kosten 80.000 Euro. Also von diesen Beträgen reden wir jetzt nicht, sondern wir wollen rausfinden, was ist wirklich Minimum notwendig, um als vollständiger Jäger mit Büchse, mit Fernglas, allem drum und dran auf die Jagd gehen zu können. Das erste auf meiner Liste ist natürlich der Jagdschein. Und das Günstigste, was man finden kann, um eine Jagdscheinausbildung zu machen, ist eigentlich im Rahmen der Kreisjägerschaft. Also wenn eure Jägerschaft irgendwie so eine Jagdscheinausbildung anbietet, das ist immer eigentlich die günstigste Variante, weil das sind ja keine sozusagen gewerblichen Händler oder gewerblichen Ausbildungsstätten, die damit ihr Kerngeschäft betreiben, sondern die wollen einfach, dass in ihrem Umfeld die Jäger gut ausgebildet sind. Und deswegen werden solche Jagdschulen, sage ich mal in Anführungszeichen, von der Kreisjägerschaft angeboten. Das sind auch meistens keine Jagdausbilder, keine wirklichen Berufsjäger oder so, sondern mehr so in Anführungszeichen Hobbyjäger, die einfach das Thema mit euch dann durchgehen. Und ja, dementsprechend ist der Preis auch öfters etwas geringer. Und ich habe jetzt mal mich an meiner damaligen Ausbildung orientiert. Und die ging über ein Jahr. Das heißt, ich musste auch über ein Jahr Sprit bezahlen, um in die Ausbildungsstelle zweimal die Woche fahren zu können. Dort sind die Prüfungsgebühren enthalten, die Heintges-Lernunterlagen und ja auch die Munitionskosten. Und ich bin dabei einem Betrag rausgekommen von 1300 Euro. Das ist schon ein sehr, sehr guter Betrag, weil ihr wisst, glaube ich, alle, wenn man mal Jagdschein-Ausbildung googelt, da sind die Preise deutlich höher. Beim Gewehrgurt, den wir alle brauchen, wenn wir die Büchse schultern wollen, habe ich mal etwas niedrigerpreisiges rausgesucht. Das ist ein Gurt der Firma Nigolo für 29 Euro. Ich meine, der kann jetzt nichts Besonderes. Mittlerweile haben ja die ganzen Gewehrgurte schon alle etwas Spezialfunktion. Der ist einfach nur zum Umhängen, aber 29 Euro ist dementsprechend auch kein extrem hoher Preis. Das nächste natürlich das Thema Büchse. Da kann ich, wie gesagt, 80.000 Euro bezahlen oder ich bezahle ganz, ganz wenig Geld. Und wo bezahlt man in der Regel ganz, ganz wenig Geld? Genau, auf dem Gebrauchtmarkt. Und auf dem Gebrauchtmarkt, ich habe wirklich mal genau heute geguckt, was wäre für eine Büchse erhältlich, die ich mir kaufen würde, um damit auf die Jagd zu gehen. Und das ist eben diese Büchse hier, die kostet 398 Euro mit Zielfernrohr montiert. Also ist wirklich so, im Endeffekt kannst du damit sofort auf die Jagd gehen. Natürlich, jeder sollte mal einen Probeschuss machen, ne? Und nicht einfach sofort auf die Jagd gehen. Aber für 398 Euro all inclusive hast du alles, was du brauchst. Natürlich musst du diese Waffe auch irgendwo lagern. Und wo lagert man diese Waffe? Im Waffenschrank. Der Waffenschrank ist eine relativ hochpreisige Ausstattungsvariante im Vergleich zu dieser billigen Büchse, zu dieser gebrauchten. Das Problem ist, du kriegst kaum günstige Waffenschränke. Du kannst variieren zwischen der Aufteilung, wie viele Waffenstellplätze da sind, ob es ein elektronisches Schloss ist, ob es ein Schlüsselschloss ist. Und ich habe wirklich einen rausgesucht für drei Langwaffen, was wirklich wenig ist, weil jeder Jäger weiß es, du hast den Rucksack voll. Du hast eine Kombinierte, du hast einen Repetierer, du hast eine Flinte, zack, ist die Bude voll. Und dann beginnt das große Tetris-Spiel mit, oh, wo stelle ich jetzt was, wo ist der Kammerstängel im Weg? Und also ist nicht ideal. Aber für einen Preis von 519 Euro hast du alles, was du brauchst. So, eine Waffe ohne Munition ist nicht brauchbar. Deswegen habe ich mal geschaut, was kostet mich die Munition. Ich habe da die Gecko Teilmantel rausgesucht. Das ist eine sehr gute Munition, die ich selber auch schon öfters verschossen habe. Und die kostet in dem Kaliber 7x64 eben 42 Euro.
Warum 7,64? Die gebrauchte Waffe, die ich eben genannt hatte, für 398 Euro, hat eben dieses Kaliber 7x64. Und es ist auch ein Kaliber, was noch relativ häufig hergestellt wird. Und warum wird es häufig hergestellt? Weil es eben noch ganz, ganz viele Waffen, primär natürlich auf dem Gebrauchtwagenmarkt, Gebrauchtwaffenmarkt gibt, die eben über dieses Kaliber verfügen. Als nächstes das Thema Fernglas. Da kannst du auch wieder sehr, sehr viel Geld lassen, aber du kannst auch sehr, sehr gut sparen. Und dieses Fernglas, was ich hier rausgesucht habe, ist zu einem Preis von 60 Euro zu haben. Das ist von der Marke Hensoldt. Ich habe selbst ein altes Hensoldt-Fernglas von meinem Opa damals geerbt und das nehme ich heute noch mit auf die Jagd und es funktioniert wunderbar. Wir müssen uns nichts vormachen. So ein 1500 oder 2000 Euro Fernglas, das ist mega. Das ist ein gestochen scharfes Bild und macht richtig Spaß, da durchzugucken. Meiner Meinung nach heutzutage aber nicht mehr notwendig. Wir jagen oder viele von uns jagen mit Wärmebildtechnik und das Maß an Visualisierung, was so ein gebrauchtes Fernglas noch ermöglicht, ist von meiner Meinung nach absolut ausreichend, weswegen ich hier mal geguckt habe, für 60 Euro hast du echt was Brauchbares, mit dem du deine ersten Ansitze locker machen kannst. Dann das Thema, wie komme ich zum Ansitz? Ja, gut, da könntest du theoretisch die Waffe auf dem Beifahrersitz liegen, weil Waffengesetz § 13 Absatz 6 erlaubt dir, eine Waffe auf dem direkten Weg zur Jagd auch unverschlossen zu führen, wenn sie natürlich nicht geladen ist, also sie darf nicht geladen sein. Aber wir wollen ja auch mal vielleicht zum Schießstand gehen, weil wir pflichtbewusste Jäger sind, die auch mal lernen und üben wollen. Oder wir müssen mal zum Büchsenmacher, weil wir ja, irgendwelche Probleme mit unserer alten gebrauchten Schrottbüchse haben. Nee, das war Spaß. Aber es kann ja auch sein, dass wir zum Büchsenmacher müssen und da muss die ja verschlossen sein. Deswegen brauchen wir ein Futteral. Und diesen Futteral, den ich herausgesucht habe für 19,99 Euro, das ist was, ja, da kommt die Waffe halt rein, wird verschlossen und los geht's. Also ist nichts Besonderes, aber mein Gott, wer braucht denn was Besonderes als Futteral? Dann, weil wir jetzt eine alte Büchse haben, die noch kein Mündungsgewinde hat und noch keinen Schalldämpfer, weil Schalldämpfer wäre ja eh so nice to have und bei einer Rechnung, die darauf abzielt, so günstig wie möglich zu sein, wäre es sowieso fehl am Platz, einen Schalldämpfer mit reinzurechnen, weil man braucht ihn ja nicht wirklich. Er ist angenehm, aber man braucht ihn nicht. Deswegen kommt die nächste Position Gehörstöpsel. Die Gehörstöpsel, die ich rausgesucht habe, tatsächlich 1,59 Euro. Und das ist, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich im Winter jetzt hier in so einer Schneelandschaft mit meiner kombinierten Waffe jage, dann habe ich meistens so eine Mütze auf oder sogar meine Waschbärmütze. Ja, ich kann die ja mal hier einblenden, dass du siehst, was für eine tolle Mütze ich da habe. Und ja, da ist es einfach nicht möglich, eine Mickey Maus zu tragen. Deswegen habe ich immer diese Stöpsel einfach hier ins Ohr leicht rein, macht die Mütze dann drauf, das sorgt einfach dafür, dass die nicht rausfallen kann. Und wenn dann der Fuchs anwechselt, dann gehe ich hin und dann drücke ich die einfach so rein, zack, zack, und mein Gehör ist geschützt. Und das ist natürlich für einen Preis von 1,59 Euro genial. So, der nächste Kostenblock, den habe ich Jagdkleidung genannt. Da fällt drunter eine Hose, Stiefel, ein Pulli und eine Jacke. Und die habe ich tatsächlich für in Summe 100 Euro summiert. Und ja, es machen wir uns nichts vor. Jeder von uns hat ungefähr ein Verständnis, was Kleidung kostet. Und die ganzen Bestandteile, die ich gerade genannt habe, für 100 Euro, es kann nichts Besonderes sein. Aber wir wollen ja nicht mit Nike-Turnschuhen und weißer Hose oder Jeans oder was weiß ich, Blumenhemd auf die Jagd gehen, sondern wir wollen ja auch ein gewisses jagdliches Auftreten haben. Und falls du sowas noch nicht hast, dann musst du halt ungefähr 100 Euro investieren, damit du auch von außen aussiehst wie ein Jäger. Bei den Jagdstiefeln möchte ich noch explizit was sagen. Die ich hier rausgesucht hatte für 29,99 Euro, waren lediglich wasserabweisend. Davon rate ich definitiv ab. Hol dir immer Schuhe, die wasserdicht sind. Weil wenn du gerade hier auf so einem schneebeschneiten Boden rumläufst und du hast nur Schuhe, die wasserabweisend sind und du dackelst hier wirklich ein paar Stunden rum, hast du nasse Füße, du frierst, du willst einfach nur noch nach Hause und du willst gar nicht mehr jagen. Deswegen guck, dass du in die Kleidung mehr Geld investierst, aber im Rahmen unserer heutigen Mission so günstig wie möglich haben wir dann halt auch einfach nur die 0815 Kleidung. Gut, jetzt kommen wir noch zu ein paar Themen, die sind absolute Pflicht und zwar die Jagdabgabe. Wir müssen ja als Jäger Jagdabgabe bezahlen und ich habe mal geschaut, es gibt sehr, sehr große Unterschiede bezogen auf die Bundesländer. Ich als Hesse bin ein armes Schwein, ja, ich muss für 3 Jahre 190 Euro zahlen. Es gibt mehrere Bundesländer, die sind deutlich günstiger. Ich habe hier unten einen Link
Übrigens zu allen Produkten, die ich nenne als Referenz. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass die Links in einem Jahr noch gehen. Wenn dann das Fernglas auf eBay Kleinanzeigen verkauft wurde, denke ich mal, dass es eher nicht mehr vorhanden ist. Aber gerade bei der Jagdabgabe ist ein interessanter Link mit einer PDF vom Deutschen Jagdverband, wo du mal schauen kannst, welche Jagdabgabe in welchem Bundesland wie viel kostet. Also im Zweifelsfall ziehst du nach Mecklenburg-Vorpommern, da ist es relativ günstig. Gut, dann das Thema Jagdhaftpflichtversicherung. Habe ich hier einen Preis von 31,96 €. Das ist eine Jagdhaftpflichtversicherung mit dem Minimum, was dieser Versicherer anbietet. Ja? Und ich würde immer dazu raten, investiert lieber mehr in die Versicherung, weil wir reden hier nicht von 300 € mehr im Jahr, sondern wir reden hier von Beträgen von 50 € mehr im Jahr und ihr habt eine deutlich höhere Deckungssumme und dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite, weil es kann immer mal was passieren auf der Jagd und da sollte man sich auf jeden Fall absichern und nicht am falschen Ende sparen. Dann kommen noch typische Behördenkosten dazu. Behördenkosten wie zum Beispiel die Ausstellung des ersten Jagdscheins, der ersten Waffenbesitzkarte, die Eintragung der ersten Langwaffe und auch die Zuverlässigkeitsprüfung. Das habe ich jetzt mal in Summe beziffert mit einem Betrag von ungefähr 150 €. Das variiert natürlich auch wieder, bezogen auf die verschiedenen Bereiche in Deutschland, auf die Bundesländer. Deswegen, da kann man einfach mal so abschätzen. Also es wird jetzt keiner für diesen Kostenblock 1.500 € bezahlen müssen. Deswegen 150 € ist das so ein guter Range, an dem man sich orientieren kann. Ja, für alle die jetzt mitgerechnet haben, die wissen, was rauskommt. Es kommt tatsächlich ein Betrag raus von 2.715,25 €. Und das ist brutal. Das hätte ich nicht gedacht. Und ja, es zeigt einfach, dass wenn man etwas akribischer schaut, dass man da durchaus einen sehr günstigen Einstieg in die Welt der Jagd gewinnen kann. Und deswegen hoffe ich, dass das auch den einen oder anderen animiert, der vielleicht immer gedacht hat, oh, es kostet 10.000, 15.000 €. Ja, es geht deutlich günstiger. Und eins ist auch klar. Die Jagd ist kein Modellaufstieg, ja. Es kriegt keiner Respekt von seinen Jagdgenossen übermittelt, weil er eine super geile Waffe hat, ja, für 8.000 € mit einem super Zielfernrohr für 5.000 €, übertrieben jetzt gesagt, sondern du kriegst Respekt von deinen Jagdkollegen, indem du ein guter, weitgerechter Jäger bist, ein ehrlicher Jäger und auch ein sicherer Jäger. In diesem Sinne, mach dich nicht verrückt, ja. Schäm dich nicht, wenn du mit einer alten, gebrauchten Repetiere auf die Jagd gehst. Das ist keine Schande. Ich kenne viele sehr, sehr gute, wirklich sehr, sehr gute Jäger, die mit ganz alten Knüppeln auf die Jagd gehen und die sehr gut und sehr weitgerecht jagen.